Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal YesVGian97. Heute zu Folge 11 von Call of Duty MW3 Story. Das Ganze heißt Gefrorene Tundra. Und lasst gerne ein Like da, falls euch die Serie gefällt. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange und gehen rein. Fahrzeuge überprüfen und sichern. Zielfahrzeug wird geflutet. Beeilung, Captain. Dann würde ich sagen, beeilen wir uns mal. Schauen uns den Fall mal an. Ob es wirklich Makarov ist oder nicht. Dem Ziel dürfte die Luft ausgehen. Ziel negativ. Kein Makarov. Ein Gefangener. Achso, ein Gefangener. Roger. Gefangener gesichert. Wir tauchen auf. Stehe bereit. Sechs an Watcher. Kein Makarov. Das Ziel war nicht im Konvoi. Gefangener abgefangen und gesichert. Wer ist das? Moment. Herr im Himmel. McTavish. Was zur Hölle, Captain? Gibt es irgendeine Shitshow, wo Sie nicht mitmischen? Ghost, siehst du das? Im Visier. Legen wir ihn einfach um und gut ist. Sechs, wen habt ihr da? Den verdammten Gold Eagle. Shepard? In Fleisch und Blut. Heilige Scheiße. Cap, wir sind hier ungeschützt. Bringen wir ihn weg. Was tun Sie hier? Die jagen uns, John. Sie fanden mich zuerst. Was war der Preis für Ihr Leben? Absolut nichts. Blödsinn. Ich bin ein 4-Sterne-US-General. Und trotzdem leben Sie noch. Werfen wir den Penner zurück in den See. Ich kenne Makarovs nächstes Ziel. Sie wussten nicht mal, dass Sie das Ziel waren. Ach, Sie sind auf der Stelle getreten, bevor ich einschritt. Dann sagen Sie schon. Zuerst holen Sie mich hier raus. Alle Stationen, da kommen Helis aus dem Norden. Noch 10 Klick. Roger. Befehle, Bravo. Die Oligarchen-Info war gut. Selbst wenn ihr jetzt lügt, ist er für uns noch nützlich. Ohne ihn stehen wir mit leeren Händen da. Ghost, Fahrer, zur Exfiltration. Roger. Watcher, sag Nick, wir sind einer mehr. Schon besser. So, geben Sie mir eine Jacke und eine Waffe. Nein. Eine Waffe geht. Hilfe wäre gut. Eine Pistole und Thermaljacke. Sie halten sich an Gas. Mit Vorsicht. Sonst töte ich sie selbst. Watcher. Schieß los, Bravo. Gehen zu Fuß bis zum Transport und fahren dann zur Landezone für Extraktion. Euer Gast könnte euch verlangsamen. Passt auf euch auf. Ende. Es zieht Nebel auf. Gute Zeit für Thermalsicht, 6. Thermalsicht an. Ich friere mir hier den Arsch. Vielleicht wird er
Wissen Sie noch, wie man schießt, General? Scheißt ein Eisbär in den Schnee? Halten Sie die Waffe gerade. Keine Sorge. Wie weit ist unser Transport? Scharfschütze! In Deckung! Das kam von den Bäumen da vorne! Hat jemand Sichtkontakt? Negativ. Thermalsicht zeigt nichts. Hat Thermaltarnung. Gas, bewach Shepard. Zob und ich übernehmen den Scharfschützen. Roger. Mir nach, General. Ich sehe ihn. Kommt der mit? Ja. Oh, da war mir erschrocken, ey. Gas bei uns sammeln. Roger, ich komme. Was für eine Scheiße. Ich hoffe, Ihre Infos sind das wert, General. Meine Infos sind es immer wert, so. Wie kriegt sie, wenn ich hier raus bin? Da vorne ist unser Truck. Offenbar haben wir einige Bewunderer. Bestätigt. Angriffsteam. Sechs an Fahrer und Koks. Unser Transport ist kompliziert. Guten Schuss, Captain. Uha. Ausschwärmen. General, bei mir bleiben. Den Kopf unten halten und nicht drehen. Treffen wir uns am Sägewerk. Geht zu Fuß über den Kamm hinter dem Feld. Scharfschütze in den Baumstumpf. Ja, da war er doch eben gerade, oder nicht? Da. Noch was mit mehr Reichweite. Gib ihnen ihre eigene Medizin. Scharfschütze eliminiert. Der Scharfschütze liegt am Boden. Ist da noch irgendwo eine? Ich sehe ihn nicht. Guck mal, hä? Ach, dahinter, ne? Ne, da. Wie die hin und her laufen. Hä? Zeig dich doch. Da. Blendgranate raus. Ich glaub, den hat's zerrissen. Guck mal, wie hält denn aus? Junge, der hält echt viel aus. Ey, Junge, ich muss mir schnell die Waffe mal hier holen, das bringt ja gar nichts. Ey. Oha, das ist ja auch nicht viel besser. Scharfschütze nahe im gefrorenen Bach. Blendgranate raus! Wo ist der Kollege hin? Schüsse kamen von da. Da läuft der Kollege doch. Schütze neutralisiert. Von dem brauche ich mal die Waffe, glaube ich. Wo ist er denn? Von wo? Wenig Munition. Ich hab Munition. Scharfschütze, andere Seite des Feldes. Wir verhalten aus. Alles sicher. Gute Arbeit. Der Truck ist short. Wir müssen zu Fuß zur Landezone. Das war so klar. Beim Sägewerk und schalten alle Feinde aus. Es war so klar, dass der Truck short ist. Was war das? Kampf vom Sägewerk. Fahrer ist dort. Milo, bitte melden. Conny Patrouillen umzingeln das Sägewerk. Der Kampf wartet, Captain. Okay. Position halten, Kilo. Wir vielleicht. Verstanden! Und hier haben wir keine Chance. Wir müssen näher ran. Der mit der Pistole, ey. Die haben alle Scharfschützgewehre, ey, läuft die mit der Pistole rum. Noch nicht schlecht. Conny ist überall. Fahrer, wo steckst du? Gas, nimm Shepard und such Deckung. Zog zu mir. Die denn? Machen wir ihn Feuer. Captain,
war das ein bisschen viel jetzt gerade. Ey, mit der Pistole, ey. Roger, hinter dem Sägewerk. Nicht feuern, seile mich ab. Exfiltration unterhalb dieser Klippe. Ghost ist in Position. Stoßen wir zu ihm. Sie sind weit weg von zu Hause. Genau wie Sie, Ghost. Alle Stationen, feindliche Heli setzen Verstärkung ab. Verstanden. Positionen halten. Schützen haben Feuererlaubnis. Oh, es geht jetzt ab. Hat Conny dir einen Besuch abgestattet, Ghost? War nicht in Stimmung, den guten Gastgeber zu mimen. Bewegung, da vorne. Sicherheit. Gute Idee, Gas. Fahrer und Soap bleibt links. Gas nach rechts mit Shepard. Unterwegs. Jetzt kriegen wir auch so, wie lange geht das? Nein, scheiß. Oh, was? Junge. Alter. Gott sei Dank ist er genauso schlecht wie ich im Aim. Junge, ich bin gleich tot. Verlieren uns im Schneegestöber. Nutzen wir das aus. Oh. Hier kriegst du wieder. Ausgeschaltet. Ja, wahrscheinlich. Raketenwerfer voraus. Wechsel zum Thermalsee. Das war schlauer für sie. Bravo. So sind die. Wir sind erst im Helikopter in Sicherheit. Ghost, wir sind auf dem Weg zu dir. Markiere die Landezone beim Boot. Formieren auf mein Zeichen. Einsatzgebiet umkämpft. Entdeckt. Im Blick, Lieutenant. Exfiltrationspunkt voraus. Das hat er schon gemacht. LZ umkämpft. Hol Nick ran, aber er soll Abstand halten, bis es sicher ist. Bereit machen. Da kommen bald noch mehr. Und verstärkung
Verstärkung unterwegs zu uns. Oh, er will den Nahkampf. Gar nicht gesehen. Der hat hier gar nicht gesehen, hä? Was war das denn? Hä? Junge, Junge, Junge. Oh Mann. So, mal gucken. Nur wild geballert, ey. Landung in 30. Landezone gesichert. Verstanden. Bin im Anflug, Captain. Laswell. Ohne die Sterne und Balken sehen sie aus wie Scheiße, General. Die Besten der Besten. Alle versammelt. Nur eine Ausnahme. Was ist die Agenda dieses Kriegsrats? Eine Wahl. Gebt ihr mir eine? Nein. Ich bin ganz Ohr. Reden Sie. Gestehen Sie alles. Sie wissen doch alles. Der Kongress nicht. Und ich wette, der wäre ganz Ohr, meint sie nicht? Nur das? Nein. Waschen Sie mich rein. Sagen Sie, wer ich bin, was Sie mir gaben und warum. Niemand sonst hatte den Mumm, das für Sie zu tun. Für alle hier. Dann tun Sie das Richtige, General. All Ihr Wissen über Makarov und Ihren Hund Graves an der Leine. Sagen Sie ja, und wir bringen Sie heim. Oder Sie kriegen Alleinzeit. Unterfrieren hier. Die Version liegt mir mehr. Der Gefangene muss sich auf Selbsterhaltung konzentrieren, damit er schließlich bricht. Gut, dass Sie sich an Ihr Training erinnern, General. Wenn Sie mich verarschen, John, dann wird es Ihnen leid tun, dass Sie mich verschont haben. Los geht's. Makarov hat vor, zu beenden, was er in Verdansk anfing. Er will, dass Conny heute Nacht beim Gora-Damm zuschlägt. Sprengt er den Damm, wird die ganze Stadt weggespült. Es gäbe viele Opfer. Wenn er seinem Plan treu bleibt, schiebt er es auf Farah und den Westen. Halten wir ihn auf. Ihr geht zum Damm. Alex und meine Leute haben Conny zu einem Flugplatz in Nord-Ursistan verfolgt. Vermutlich Makarovs Operationsbasis. Wir werden am Morgen angreifen. Deine Truppen brauchen Hilfe. Kriegen sie. Shadow gibt Luftunterstützung. Wir können Graves nicht so dicht an Fahrer und ihren Truppen Feuer regnen lassen. Ich vertraue auf Shadow. Sie wollten doch Graves an der Leine und genau das werde ich tun. Aber halten Sie sie kurz, General. Ihr reinen Namen. Verdammt richtig, ja. Guess und ich gehen mit Fahrer. Soap und Ghost übernehmen den Damm. Roger. Nick sorgt für den Transport. Ich starte einen Predator zur Überwachung. Lasst euch nicht schnappen. Niemals, Sir. Bleibt wachsam und passt auf. Viel Glück allen.
Okay, und dann würde ich sagen, was das für heute mit der Folge 11, Gefrorene Tundra. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich, ob wir Makarov in der nächsten Mission finden. Dann würde ich sagen, haut rein, lasst einen Kommentar da, was man sonst noch so spielen kann, wenn die Story beendet ist. Und dann haut rein, yes we done.